Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen in der MINT-Aktionswoche, denn es geht ja heute früh nicht nur um den heutigen Auftakt, sondern um die ganze Woche, in der ganz viel Austausch und Input stattfinden soll für alle MINT-Akteurinnen Deutschlands. Ich bin Arne Klauke, ich wurde ja gerade schon angekündigt, Teilprojektleitung bei MINT Vernetzt, zuständig für die MINT Vernetzt-Plattform und die Community. Bei der Matrix GmbH, dem Verbundpartner, bin ich in der Geschäftsleitung. In den nächsten 10 Minuten ungefähr möchte ich ein bisschen Einblicke in unser Vorgehen bei der MINT Vernetzt-Plattform, aber auch vor allem einen Sneak Peek geben, was es im Frühjahr nächsten Jahres an ersten Funktionen schon geben wird. Aber zunächst möchte ich die Frage stellen, warum eigentlich? Warum ist es eigentlich wichtig, mehr Menschen für MINT zu begeistern? Wir haben es heute schon sehr viel gehört, ich möchte trotzdem unbedingt nochmal drauf eingehen. Und warum kann eine Plattform dabei helfen? MINT-Wissen ist heutzutage wichtiger denn je, um wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft zu übersetzen. Denken wir nur an Corona, die Klimakrise oder auch die Digitalisierung. Das hatten wir ja gerade auch alles schon angedeutet. Außerdem bietet der MINT-Fachkräftemarkt für viele Menschen eine ganz große Chance auf gute Arbeitsplätze, aber vor allem für viel Gestaltungsspielraum des eigenen Lebens. Das bedeutet mehr Selbstbestimmtheit für das eigene Leben, für die Arbeitswelt oder auch für das Lernen. Um mehr Menschen für MINT zu begeistern, gibt es ja bereits in ganz Deutschland ganz, ganz viele engagierte Menschen, die Angebote schaffen, um Jugendliche für MINT an MINT heranzuführen. Das seid ihr zu Hause, aber auch einige hier, die MINT-Akteurinnen. So. Für mich seid ihr, gerade die beiden, die heute schon auf der Bühne waren, ganz persönlich, meine persönlichen Superheldinnen. Und ich frage mich, wie kann MINT vielfältig und spannend sein und herausragende Angebote existieren und gleichzeitig die Arbeitsmarktchancen für die Jugendlichen erhöhen und trotzdem nicht erfolgreich genug sein, dass alle möglichen Kinder sich dafür interessieren. Neben den gesellschaftlichen Hintergründen, auf die MINT Vernetzt in den nächsten Jahren ja hinarbeiten wird, gibt es aber noch ein, zwei weitere Gründe und Herausforderungen. Und zwar eine ganz besondere, die ich hervorheben möchte, und zwar MINT-Akteurinnen müssen eierlegende Wollmilchsäue sein. Sie müssen die Pressearbeit können, sie müssen vernetzen können, sie müssen MINT verstehen, sie müssen Bildung verstehen und so weiter und so fort. Und das ist eine extrem große Herausforderung, die oft in einzelnen Positionen, nicht mal hauptamtlich oft, sondern ehrenamtlich, in dieser Person stecken muss. Wir möchten diesen MINT-Bildungsheldinnen einen Werkzeugkoffer für die alltägliche Arbeit zur Hand geben. Die MINT-Vernetzt-Plattform. Auf dieser Plattform wird es einen Community-Bereich geben, den Community-Marktplatz. Wir sprechen da immer gerne von einem Marktplatz, auf dem Wissen ausgetauscht werden kann und gemeinsam die MINT-Zukunft Deutschlands gestaltet werden kann. Und das ko-kreativ, also gemeinsam. Nochmal in Kürze. Es gibt ganz tolle MINT-Angebote in Deutschland, die brauchen aber viel mehr Sichtbarkeit. Außerdem muss der Austausch der MINT-Akteurinnen untereinander stattfinden. So. Genau. Aber wie wollen wir diese Herausforderung eigentlich lösen? Dazu gibt es in den nächsten Jahren ganz viele Angebote von MINT Vernetzt. Die MINT Vernetzt-Plattform ist davon nur eine. Auf der MINT Vernetzt-Plattform werden wir in dem Community-Bereich innerhalb der nächsten Jahre verschiedene digitale Funktionen zur Verfügung stellen, die den MINT-Akteurinnen vor allem den Arbeitsalltag erleichtern sollen. Das heißt, es wird auf der Plattform einen MINT-Markt für MINT-Akteurinnen und MINT-Enthusiasten geben, der Sichtbarkeit schaffen soll, Spaß machen soll, Inspiration fördern soll, Wertschätzung ermöglichen soll und, nochmal das Gleiche wie gerade, die Arbeit erleichtern soll. Aber wie bauen wir den eigentlich? Wenn wir gemeinsam ko-kreativ arbeiten wollen, dann müssen auch wir ko-kreativ arbeiten. Deswegen arbeiten wir in zwei parallel verlaufenden ko-kreativen Ebenen. Die eine Ebene umfasst die MINT-Akteurinnen Deutschlands. Das heißt, die Features werden wir gemeinsam mit der MINT-Szene entwickeln und haben verschiedene Tools dafür und Maßnahmen etabliert, in denen wir mit den MINT-Akteurinnen zusammenarbeiten. Die Community wird dadurch ganz aktiv in die Nutzerinnenreise mit ein, ich will immer User Journey sagen, Entschuldigung, in die Nutzerinnenreise mit eingebettet und kann ganz aktiv die Bedarfsermittlung für sich selbst sozusagen konzipieren. Bevor wir aber weitermachen, habe ich eine Bitte. Ich hoffe, man sieht das jetzt schön und groß. Und zwar auf Menti, könnt menti.com unter der angegebenen Codenummer
könntet ihr jetzt gerne von zu Hause aus die folgende Frage beantworten, damit wir nämlich co-kreativ noch mehr Feedback für die Plattform sammeln können. Welche Features und Funktionen wünscht ihr euch von der MINT-Vernetz-Plattform und dem Community-Bereich? Ich warte 2 Sekunden, damit man mitkommt, falls man Menti nicht vorher schon offen hatte. Und ich werde auch nicht darauf eingehen jetzt gleich, sondern erst heute Nachmittag, das tease ich dann schon mal. Daher können wir, denke ich, weitergehen. Nun kommen wir zur zweiten Ebene der Partizipation und der Co-Kreation des Ganzen. Wir arbeiten nach dem Motto Public Money, Public Code. Wir arbeiten Open Source und Schnittstellen offen. Das heißt, wir wollen nicht nur die MINT-Akteurinnen in der ganzen Sache co-kreativ teilhaben lassen, sondern wir wollen vor allem die Coderinnen, die Programmiererinnen Deutschlands aktiv einbinden in die Erstellung dieser MINT-Vernetz-Plattform. Dafür haben wir verschiedene Maßnahmen etabliert, die über die nächsten Jahre greifen werden. Genau. Aber was genau sind diese Maßnahmen? Welche Maßnahmen werden wir in den nächsten Jahren machen, um diese MINT-Vernetz-Plattform umzusetzen und auch zu planen? Wir haben qualitative Leitfadeninterviews, quantitative Umfragen, wir machen Dialogveranstaltungen und wir haben 2 Stammtische mit den beiden gerade genannten Communities etabliert, die jetzt Stück für Stück ausgebaut werden sollen. Außerdem machen wir Hackathons. Das sind im Prinzip Veranstaltungen oder ein Event, auf dem Programmiererinnen mit MINT-Akteurinnen zusammen an Funktionen arbeiten sollen. Und davon werden wir mindestens 3 in den nächsten 5 Jahren umsetzen. Eine weitere Maßnahme ist das Beta-Testing, das wir mit der MINT-Community durchführen werden, die dadurch aktiv die Funktion bewerten kann und higher ranken, also positiv werten oder halt eben dafür sorgen, dass Sachen, Bugs gefixt werden. Wo stehen wir jetzt gerade? Wir sind in der Bedarfsermittlung relativ weit vorangeschritten. Das heißt, die erste Runde der Leitfadeninterviews ist bereits abgeschlossen, in denen wir ganz verschiedene MINT-Akteurinnen Deutschlands interviewt haben und deren Bedürfnisse für die Plattform erhoben haben. Außerdem hat der erste Mintathon, so haben wir den Hackathon getauft, damit das MINT auch unbedingt drin vorkommt, hat im Oktober stattgefunden und dort wurden erste Funktionalitäten gemeinsam von den MINT-Akteurinnen und Coderinnen umgesetzt und in einem ersten Prototypen übersetzt. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, die dabei zustande gekommen sind. Das eine nennt sich MINTflix, weil MINT-gute Praxisbeispiele oft relativ sperrig transportiert werden, kam die Idee auf zu sagen, warum nicht so einfach wie Netflix? Netflix schafft es sehr leicht, Sachen weiter zu transportieren. Wieso sollten wir MINT nicht genauso leicht weiter transportieren können? Also MINTflix, um gute Praxisbeispiele zu teilen. Außerdem ein Matching-Tool, das heißt, wie finde ich Partner, Kooperationspartner, Fördergebende und so weiter und so fort, die irgendwie zu mir passen. Ein weiterer Bedarf war ein Learn-Tool, also eine Art Fortbildung zugeschnitten, die auf andere Fortbildungsangebote verlinken kann, die den MINT-Akteurinnen ganz konkrete Möglichkeiten der Fortbildung bietet. Auch ein sehr häufig genannter Bedarf war ein Social-Media-Toolkit. Das heißt, wenn ich jetzt nicht nur Allgemeinkommunikation als MINT-Akteurin machen muss, muss ich jetzt auch noch Social Media können. Und zwar am besten für die junge Zielgruppe, für das Vernetzen auf LinkedIn und so weiter und so fort. Dafür ein Toolkit, was das leichter macht und ein bisschen Arbeit abnimmt, ist, glaube ich, gar keine schlechte Sache. Ansonsten ist es so, dass die Infrastruktur für die ersten Komponenten bereits online einsehbar ist. Auf mint-vernetz.de können Sie das sehen, was sozusagen zukünftig die Plattform sein wird. Denn wir arbeiten in einer Gesamtplattform und die Plattform wurde letzte Woche ja neu gelauncht und ist online einsehbar. Das heißt, von dort werden Sie auch die Absprünge in die anderen Plattformen finden. Dann, wie geht's weiter? Das Ziel fürs nächste Jahr ist es, ein Minimalprodukt im Ende des ersten Quartals 2022 zu launchen, von dem Community-Bereich der MINT-Vernetz-Plattform. Danach möchten wir ganz, ganz schnell und sehr intensiv in das Beta-Testing mit den MINT-Akteurinnen gehen, um die Sneak Peek-Funktion, die ich gleich nochmal nennen werde, zu testen. Im Sommer, im Spätsommer 2022, möchten wir dann den zweiten Mintathon starten, um sozusagen auf den bestehenden Funktionalitäten, die bis dahin getestet wurden, aufzubauen und diese weiter fortzusetzen. Jetzt möchte ich aber nicht noch weiter ausholen, weil ich ja schon sehr viel zu anderen Sachen gesagt habe, die gar nicht die Sneak Peek sind, und würde gerne übergehen in die Sneak Peek des Minimalproduktes, also die V1, des Community-Bereiches der MINT-Vernetz-Plattform. Immer mit dem Hinweis, dieses Minimalprodukt möchten wir die nächsten 5 Jahre ausbauen und es werden immer neue und weitere Funktionalitäten dazukommen. Das Minimalprodukt adressiert im Prinzip 3 große Bedarfe.
Das erste ist die Sichtbarkeit der Akteurinnen und Initiativen. Das zweite ist regionale und überregionale Vernetzung. Und das dritte ist das Teilen von guten Praxisbeispielen. Das erste, die Sichtbarkeit, wird im Prinzip mit der Funktionalität des MINT-Profils aufgegriffen. Das heißt, ich habe als MINT-Akteurin ein Profil für mich, ein Business-Profil, was ich anlege. Ich lege aber auch meine Initiative, meine Region, meine Kooperationen und so weiter auf einem Profil, was sichtbar ist, an. Dort sammle ich auch verschiedene Praxisbeispiele, auf die ich gleich nochmal eingehe. Damit werden verschiedenste Bedürfnisse der MINT-Akteurinnen im Prinzip aufgegriffen. Vor allem das Thema der Sichtbarkeit und der Auffindbarkeit ist damit unterstützt und gegeben. Wenn ich als neuer MINT-Akteur, MINT-Akteurin in einer Region also tätig werde, kann ich als allererstes auf dieser Plattform suchen, wer ist überhaupt bei mir schon tätig oder auch in welchen Kategorien sind andere Leute unterwegs, die für mich interessant sein könnten. Das zweite ist der MINT-Markt. Auf dem MINT-Markt möchten wir gute Praxisbeispiele sammeln in Form von dargestellten Projekten. Als MINT-Akteurin, das ist der Bedarf, möchte ich mein Projekt dokumentieren, was für alle hilfreich ist, vor allem wenn es um Fördergelder geht, und mit der Community teilen können, wodurch ich Wertschätzung kriege, aber auch ein Feedback bekomme, wie ich vielleicht was besser machen kann, ausbauen kann und so weiter und so fort. Das zweite Bedürfnis, was hier mit reinspielt, ist, als MINT-Akteurin möchte ich in übersichtlicher Form und verständlicher Form Projekte anderer Akteurinnen finden, einsehen können, filtern können und auch bewerten und dokumentieren können. Sowas wie chefkoch.de oder ähnliches, dass ich einfach mal nachfrage. Hallo, Region XY, das gute Praxisbeispiel, wie seid ihr denn auf die Leute zugegangen? Oder welches Argument hat bei den Lehrerinnen gezogen? Warum hat das erfolgreich geklappt? Diese Nachfragen kann man dann dort ganz einfach und simpel stellen. Das ist einsehbar sozusagen, wer das gute Praxisbeispiel gemacht hat. Hier nochmal ein einzelnes gute Praxisbeispiel, wie das dann im Prinzip aufbereitet aussehen kann. Ich mache mal Stopp, damit es nicht so schnell wegrennt. Oben sieht man schon die Bewertungen, die mögliche Dauer, Dokumente, die hinterlegt sind und so weiter und so fort. Die genaue Ausgestaltung, nur noch mal als Hinweis, das sind ja Mockups hier, wird dann im Laufe des Frühjahrs öffentlich einsehbar sein. Vorbilder für diese Funktionalitäten sind übrigens Sachen aus der MINT-Szene und zwar vor allem aus der Maker-Szene. Nehmen wir Plattformen wie Thinkiverse oder Instructables, die ja sehr ähnlich, sehr professionell gute Praxis transportieren. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal der Aufruf, ihr da draußen möchtet dabei sein, sehr, sehr, sehr gerne. Wir brauchen die MINT-Akteurinnen, die sich hier aktiv mit einbringen, damit das ein großer Erfolg werden kann, weil wir können die Bedürfnisse und die Funktionalitäten nur so gut aufbauen, wie wir Feedback aus der MINT-Szene bekommen. Auf Werde Teil der MINT-Community, das ist ein großer Button, wenn man auf mint-vernetzt.de geht, sind nochmal alle Kontaktdaten und Teilnahmemöglichkeiten aufgelistet. Außerdem könnt ihr gerne eine E-Mail an community@mint-vernetzt.de schicken. Nochmal ein anderer Hinweis, ich habe es ja gerade schon angedeutet, heute Nachmittag findet eine Session statt. Wohin geht die digitale MINT-Vernetzt-Reise? Dort könnt ihr euch anmelden, das ist Teil der MINT-Aktionswoche und aktiv an der ganzen Aktion teilnehmen und euch nochmal mit Julia Maslow, der Programmiererin oder der IT-Projektmanagerin von MINT-Vernetzt und Anna Schröter, der Community-Managerin von MINT-Vernetzt, austauschen und könnt gucken, wo könnt ihr aktiv dabei sein. Zuletzt möchte ich nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle Teilnehmenden des MINTeton, von denen ich weiß, dass sie heute zuhören, weil sie sich so über das Ganze und die Aktion gefreut haben. Danke sagen dafür, dass ihr eine Woche lang in eurer Freizeit wirklich Code geschrieben habt, erste Features entwickelt habt, Designs entwickelt habt und so weiter und so fort, über die wir frei verfügen dürfen und die der MINT-Szene Deutschlands helfen wird. Außerdem möchte ich an der Stelle nochmal dem Team ein ganz großes Dankeschön sagen, die sehr, sehr, sehr wertschätzend und empathisch mit der MINT-Community arbeiten und die auch mintvernetzt.de, also mint-vernetzt.de programmiert haben, so wie es heute online ist. Und damit sind die ersten Komponenten für die Seite gelauncht.